Das, was ich so schreibe hier, das hat 1986 begonnen im Hartmanns Verlag, habe ich die Rübe herausgegeben. Den Titel hat Jean-Philippe Bremsma erfunden. Damals haben wir uns mit einem Rum namens Old Schmidt in Arno Schmidts Heimatdörfchen oder wo er gewohnt hat, Volkshofern, dann haben wir so eine Rübe gehabt und dann hieß diese Buchreihe Rübe. Später kam dann Kletz, kulinarischer Almanach dazu und irgendwann mal, weil man natürlich als Koch in gewisser Hinsicht auch eine gewisse anarchistische Ader hat und eine Wirtschaft ist ja im Grunde ein kleines eigenes Königreich so ähnlich. Also ein Wirt ist schon hat ja ein relativ freies Leben, es sei denn, die Bank ruft zu oft an, aber sonst kann er doch ziemlich schalten und walten, was er will. Und man muss sogar als Gourmet-Koch, das kann auch der Chef des Ordnungsamtes hören, muss man ein bisschen flexibel sein, auch mit den Gesetzen, weil zum Beispiel müsste ich rein rechtlich jeden Fisch, der kommt, Temperatur abfüllen. Also der käme, das haben sie irgendwie in Brüssel sich ausgedacht, wahrscheinlich Leute, die nie einen Fisch gesehen haben, man käme eigentlich nicht mehr zum Kochen vor lauter Kontrollieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum in Großbetrieben, wo sowas ja zwingend eingehalten werden muss, dann manchmal es mit der Kocherei ein bisschen hapert, weil die mehr Schreibarbeit haben und Kontrolle und Controlling und wie sich das alles nennt. Dass am Schluss für das wirkliche Kochen gar nicht mehr die richtige Zeit ist. Jedenfalls die Schreiberei, die funktioniert folgendermaßen, das sind eigentlich auch die Segnungen des Alters mittlerweile, ich nenne das Stichwort senile Bettflucht. Ich stehe morgens um 5 Uhr auf und es ist überhaupt so, dass ein erfolgreicher Wirt ganz anders ist, wie der Laie denkt. Also um 11 Uhr aufsteigt, um 11:30 das erste Bierle. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es nicht in dem Maß gute Wirtschaften gibt, wie man sich, wie die Bevölkerung sich das wünschen würde, weil man muss wirklich dafür leben. Also als Job funktioniert es überhaupt nicht, sondern man muss eine leichte Meise haben. Und bei mir kommen da einige zusammen. Also das ist dann das Schreiben morgens, wenn es noch dunkel ist jetzt leider. Und auch morgens wird das Instrument geübt, weil ab 8:30 Uhr kann ich keinen Gedanken mehr an solche Sachen verschwenden, weil in dem Moment, wo ich in die Küche gehe, ist alles andere vergessen. Da geht es nur noch ums Kochen. Und das Fernsehen, muss ich sagen, ist ein wunderbares Medium, weil es profitiert vom schlechten Gedächtnis der Zuschauer. Ich erkläre Ihnen das. Ich mache also Fernsehen an 2 Mittagen, am Mittwoch und am Donnerstagmittag. Diese 2 Mittage, das wissen meine Gäste, da bin ich nicht im Restaurant, sondern in Baden-Baden und nehme auf. Also es sind 2 Live-Sendungen jeweils, von 12 bis 1. Und danach wird die SWR-Abendsendung gemacht. Und die wird so oft wiederholt, ohne dass es jemand merkt. Das haben natürlich die Kostensparer beim SWR auch gemerkt. Man findet das x-mal sind und niemand merkt und sich viel Geld spart. Also der Aufwand am Fernsehen ist unglaublich gering letztendlich für die große Wirkung, die es erzielt. So, jetzt habe ich aber genug geschwätzt. Jetzt spielen wir eine Komposition von Patti Bebela, einen Tango. Ja. Und ich werde mal mein Instrument schnappen und habe die schwierige Situation, dass jetzt wieder das Instrument kalt ist und so weiter, aber damit, mit diesen Schwierigkeiten, muss ich einfach leben. So.